Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online. Wir sind hier in Hutanzell. Und jetzt müssen wir nach Norden. Okay. Da haben wir Gott sei Dank einen Wegschrein, dann ist der Weg nicht ganz so lang. Wieder 17 Minuten anpeilen. Das ist eine ganz gute Zeit. So, hier geht irgendwo rechts ein Weg runter. Den will ich haben. Wahrscheinlich springen das die Hauptquest dann gleich ins Gesicht. Von dem Gebiet. Aber die falsche Taste gedrückt. Auch geil. Muss man auch erstmal schaffen. Da ist er. Ach, das war hier so ein Flyer, ne? Hochentdeckt. Wärmt eure Seele mit Entzücken und Wagemut. Erlebt das Spektakel des Tanzes. Lasst euch Haus der Träumereien entführen in eine Welt der Träume. Welche? Ey, die kennen wir. Die kennen wir ja. Alchemie, die kennen wir aus Summer's End. Da haben wir die zuletzt getroffen. Ich weiß nicht, ob wir die dazwischendurch mal gesehen haben, aber... Das heißt, wir kriegen neue Dialoge. Ja, die war auch irgendwie spektakulär. Die hatte irgendwie einen interessanten Twist drin. Magister Irin durfte ich herbei nie zusehen. Das ist so interessant. Das mag sich unglaublich anhören. Doch ich kenne den Unterschied zwischen ausgeschmückten Geschichten und einem Problem. Ich werde helfen, wo ich kann. Mich schaudert bei dem Gedanken, was bei eurem elfischen Zirkus als ausgeschmückt gelten würde. Ich glaube mir ja selbst kaum. Oh je, ihr reist so viel wie ein Wanderzirkus. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns auf der anderen Seite Tamriels wieder über den Weg laufen. Ich würde euch ja einladen, als Gastdarstellerin mitzuwirken. Doch unsere Schau ist bis auf Weiteres abgesagt. Es ist alles sehr dramatisch, ironischerweise. Was gibt's denn für einen Ärger? In Bauers Eck wird ein finstererer Unfug angestellt als jener, den das Haus der Träumereien zu bieten hat. Ich höre von vermissten Einwohnern, die später wieder auftauchen und sich merkwürdig verhalten. Wir haben unser Lager hier erst kürzlich aufgeschlagen, doch die Einheimischen befürchten, wir wären der Grund für ihre Misere. Habt ihr irgendeine Ahnung, was hier los ist? Nicht die geringste. Dieser Bauer Hesef meinte, seine Schwester wäre unter den Betroffenen und sie wäre unlängst verstorben. Zumindest dachte er, sie wäre tot, aber sie hat keine Leiche hinterlassen. Ich muss den Namen der Truppe reinwaschen. Doch so misstrauisch wie die Einheimischen sind, brauche ich Hilfe. Und ich kann dafür bezahlen. Klar. Hesef hatte erwähnt, dass bei zwei seiner Nachbarn auch Verwandte verschwunden sind. Radon Davo und Yahus. Sprecht mit ihnen. Sie könnten bei einer weniger prunkvollen Reisenden offener sein. Ihr wollt vielleicht auch selbst mit Hesef reden. Weniger prunkvoll. Wie ist euch seit meinem Besuch im Haus der Träumereien ergangen? Die Sache mit meiner Schwester wieder einzurenken war leichter, als ich gedacht hätte. Ich hätte ihr mehr vertrauen sollen. Man sagt, man kann einen anderen Menschen nie wirklich kennen. Aber reden hilft. Ihr solltet uns wieder besuchen. Und vielleicht diesmal sogar richtig vorsprechen. Okay. Okay, schweben könnte auch. Was meint ihr mit richtig prunkvoll? Vielleicht meint sie das ja. Nicht auffällig. Gut, also wir sollen
mit Brandon und Yahus sprechen. Das ist Hesef, den will ich jetzt nicht sprechen. Wir gehen direkt nach oben. Da fahren wir mal hier an. Gut, wenn ihr noch nicht verstanden habt, um was es geht. Die eine haben schon irgendwas. Ein Problem mit verschwundenen Leuten. Oh, Vorsicht! Ihr hättet fast das Pferd scheu gemacht. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Ich gehe den vermissten Fällen nach und seltsamen Verhalten, das die Leute an den Tag legen, sobald sie zurückkommen. Ihr seid wegen Käferschwanz hier. Ich wusste, dass jemand kommen würde, doch meine Nachbarn bleiben auf Abstand, seit er zurückgekehrt ist. Ich kann ihnen das nicht einmal verdenken. Ich wollte ihn selbst nicht zurücknehmen, nicht nach dem, was mit Igmund und Sylle war. Aber ich konnte ihn einfach nicht abweisen. Habt ihr Angst vor ihm? Ja, oder vielmehr fürchte ich, sein Schicksal zu teilen. Käferschwanz ritt trotz meines Protests mit einem Pferd los, das er abliefern wollte. Der Wallach kam zurück, doch Käferschwanz nicht. Früher wäre ich der Erste gewesen, der dem nachgeht, doch nun hatte ich Angst, er könnte zurückkehren, wie die anderen. Und das tat er dann auch. Wo ist er jetzt? Tot. Oder weg. Vorerst. Selbst die Pferde haben gemerkt, dass etwas nicht mit ihm stimmt. Ich musste dieses hier am Halfter halten, während er es striegelte. Aber plötzlich bäumte es sich auf und trat Käferschwanz. Überall spritzte Tinte hin. Als ich wieder klare Sicht hatte, war das auch schon alles, was noch da war. Oh, Scheiße. Vorsicht! Ich hätte noch mehr Fragen. Ihr seid... Ja, tot. Ich will eigentlich gar nicht über das sprechen, was hier geschehen ist. Doch ich... Dann ist es egal. Ein scheiß Klick, ey. Das hätte er doch gerade eben auch sagen können. Aber ich weiß nicht, diese Dialoge in ESO, die kotzen mich manchmal an. Das ist einfach nur so ein... So ein langes Hin und Her. Wir haben keinen Met und kein warmes Essen mehr. Falls das ein Luxus ist, auf den ihr nicht verzichten könnt, geht weiter und sucht euch ein anderes Gasthaus. Ich gehe den fünften Fällen nach und den seltsamen Verhalten. Was seid ihr, eine Art Abenteurerin? Ja, so seht ihr aus. Entschuldigt, dass ich so kurz angebunden bin. Seit Igmunds Tod musste ich doppelt so hart und doppelt so lang arbeiten, um den Gasthof am Laufen zu halten. Das tut mir nicht wirklich gut. Was ist mit Igmund geschehen? Der verdammte Narr. Er wollte ein Lagerfeuer bauen und die ganze Nacht lang trinken, so wie wir es früher getan haben. Ich habe Igmund schon Met trinken sehen, seit wir kaum Männer waren. Doch er kam ins Stolpern und fiel ins Feuer. Bis ich die Flammen gelöscht hatte, war nur noch Kohle übrig. Keine Überreste? Nicht einmal ein Fetzen Kleidung. Nur schwarze, teerige Asche. Ich habe noch nichts gesehen, was beim Verbrennen so einen dichten, schwarzen Rauch erzeugt hätte. Aber der Geruch war auch ganz anders, als man erwartet hätte. Kein versengtes Haar und verbranntes Fleisch. Mehr wie Heu oder altes, feuchtes Bettzeug. Es war unnatürlich. Fragen? Ich will wissen, was mit meinem Bruder geschehen ist. Ob er nun lebt oder tot ist. Selbst wenn er in Wahrheit bei diesem Feuer starb, kann ich dann zumindest meine Zweifel begraben. Was wollt ihr wissen? Nichts. Wartet einen Augenblick, Fremde. Ich muss mit euch sprechen. Dann seid ihr es also, die nach Leuten fragt, die verschwunden sind und dann seltsam verändert zurückkehren. Ja, wisst ihr was? Ich ziehe nicht gern Fremde in unsere Angelegenheiten hinein, aber meine Tochter ist verschwunden. Und Anis ist nicht zum ersten Mal oder auch zum vierten Mal weggelaufen. Aber ihr habt gehört, was den anderen widerfahren ist. Ich sorge mich, dass sie tatsächlich in Gefahr schweben könnte. Wann habt ihr sie zuletzt gesehen? Vor ein paar Tagen. Ich hatte sie bestrafen müssen, weil sie wieder ihre Pflichten vernachlässigt hatte. Sie muss sich in der Nacht weggeschlichen haben. Ich konnte morgens keine Spur von ihr finden. Seitdem war sie nicht wieder zu Hause. Sie ist stur. Aber üblicherweise wäre sie schon wiedergekommen. Ihr fürchtet, sie ist verschwunden wie die anderen. Ich will nur wissen, dass es ihr gut geht.
Ich hasse es, jemand Fremdes darum zu bitten, aber niemand hat gerade genug Rückgrat, um Bauers Eck zu verlassen, und ich kann ja diesem Tunichtgut nicht so nachlaufen, wie ich es früher getan habe. Werdet ihr Anis suchen und sie zu mir zurückbringen? Und wo soll ich anfangen? Unser Haus ist dort drüben, auf der Westseite der Stadt. Dort könnte sich unter Anises Dingen etwas finden, was darauf verweist, wohin sie weggelaufen ist. Aber meine Nerven sind geradezu angespannt, um es zu sehen. Ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Gut. Jetzt machen wir uns mal auf die Suche. Nun, hattet ihr Erfolg, Fremde? Wir haben nicht viel, ich weiß. Anis erinnert mich beständig daran. Habt ihr etwas gefunden, was zu meiner Tochter führen könnte? Überreste einer verbrannten Notiz. War das eure? Das war nur ein alter Handzettel, den Anis aufbewahrt hatte. Monate alt. Irgendein Schiff, das frische Deckbesatzung braucht, aber schon lange den Anker gelichtet hat. Nach unserem letzten Streit warf ich ihn ins Feuer. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum sie verschwand. Aber er sagt nichts über ihr Ziel. Euer Schlachtermesser hat schon einiges mitgemacht. Als Anis noch klein war, konnten wir sie kaum davon fernhalten. Sie schnappte es sich, wenn wir nicht aufpassten, drosch damit auf Wände und Treppen ein und tat so, als wäre es ihr Piratenschwert. Das trieb meinen Mann in den Wahnsinn. Ich schlage mich schon so lange mehr schlecht als recht durch, dass ich es nie ersetzt habe. Was ist mit dieser Karte? Ich habe sie unter ihrem Bett gefunden. Was macht sie denn da? Anis' Plan für eine Feste. Mein Mann hat sie für sie gebaut, als sie 6 war. Dürfte inzwischen eine modrige Ruine sein. Es sei denn, wenn sie nicht weggelaufen ist, um sich diesem Elfenzirkus anzuschließen, könnte sie dort sein. Die Spielfestung lag östlich von hier, in den Hügeln. Ja, schau ich mal hin. Anis. Ah, ihr geht also los, um dieses Mädchen Anis zu finden. Da, ein Verratet Leute. Mir, was ihr erfahren habt. Schnell, ich konnte hinein. Nicht alles belauschen. Danke. Was ist da drin? Kommt schon, ich bin so neugierig. Wohlan denn. Machen wir uns davon. Echt aufregend, euch dabei zuzusehen. Ich bin schon gespannt, was ihr damit anstellen werdet. Gut, dann gehen wir mal in den Ort, wo die Schatzkarte hin zeigt. Ich finde das so cool, dass die Begleiter das mitteilen. Wenn man das nicht sieht. Oh, das ist auch schon die letzte Folge dieses... Oh, falsch. In den letzten Tagen keine Lust aufzunehmen. Aber ich muss. Zumindest 2 Folgen. Was für eine reizende kleine Festung. Gut gepflegt, geschätzt. Anis' 2. Eine Liste mit Abfahrten. Anis war wohl reiselustig. Unsere Piratin hat offenbar vor ihrem Aufbruch die Speisekammer geplündert. Sie plante, eine ganze Weile fort zu sein. Ich frage mich, welche Abenteuer dieses winzige Schwert erlebt hat. Boah, entdeckt.
Ach, stimmt. Ich letztens auch bin ich einfach Fußspuren. Weggegangen. Fußspuren. Sie führen hierher und dann woanders. Ich sehe unsere junge Heldin vor mir, wie sie ihre Vorstellungskraft wie einen Säbel führt und sich einen Weg durch alle möglichen Abenteuer bahnt. Ich verzehre mich nach Abenteuern. Das Spielen schenkt mir Freiheit. Ich schmiede hier Pläne. Ich stelle mir vor, wegzugehen. Zweifel halten mich zurück. Ich brauche jemanden, der an mich glaubt. So oft bin ich allein. Doch heute habe ich einen Besucher. Jemanden, dem ich vertraue. Ich gehe mit ihm. Ich war noch nie so aufgeregt. Ich glaube, ich bin zum Kern der Sache vorgedrungen. Bitte hört mich an. Was war das, was ihr gemacht habt? Man könnte sagen, ich bin in eine Rolle geschlüpft. Bei der Vorbereitung auf eine Rolle dreht sich alles darum, sie zu verstehen. Wie sie denkt, was sie fühlt. Einfach alles darüber, wer sie ist. Ich konnte mich schon immer sehr in Einzelheiten vertiefen und als Schauspielerin ist mir das sehr nützlich. Was habt ihr über Anise erfahren? Sie ist jung oder zumindest jung geblieben. Sie ist unglücklich mit ihrem Leben, aber sie fühlt sich darin gefangen. Sie will einem Traum folgen, doch sie hat zu viel Angst, das allein zu tun. Doch jetzt hat sie Hilfe gefunden. Woher wisst ihr das? Ein Schlafplatz, aber zwei Krüge auf der Kiste, beide halb leer. Und natürlich zwei Paar Fußspuren, die nach Süden führen, in den Sumpf. Und beide haben den ganzen Weg getanzt. Wir kommen nur voran, wenn wir ihren Schritten folgen. Sollen wir auch tanzen? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, wen Anise hier draußen getroffen hat, doch nichts deutet darauf hin, dass sie in Gefahr schwebte. Und dennoch, wir sollten nicht trödeln. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.